Hier ist ein Stuhl und da ist ein Brett vor. Und okay. Kann ich hier? Ja, ich kann. Okay. Liste der Gegenstände im Patientenbesitz bei Aufnahme. Wohltätigkeitsstiftung, Nervenheilanstalt, Verwaltung. Und das ist eine Liste der Artikel an Kleidung und Schuhwerk, Bargeld, Karten und weiteren Wertgegenstände, die bei Aufnahme, also quasi bei Aufnahme in die Anstalt, abgenommen wurden. René, das bin ich doch. Am 12.03.1938 wurde ich aufgenommen anscheinend. Nähere Informationen über die Kleidung, Bargeld, Wertgegenstände, Karten und weiter bla. Pullover, Hemden 1, Unterwäsche 1, Paar Socken 1. Ich habe Schuhe, Windeln. Windeln? Habe ich ein Kind? Habe ich ein Baby? Windeln auf jeden Fall, dann Röcke, Kleider, Hosen, Westen, Jacken, Papiertaschentücher, Stofftaschentücher, Hüte, Mützen, Schürzen, Golfhemden, Mäntel, Handtücher, Krawatten. Oder heißt das, davon habe ich nicht? Ja, keine Ahnung. Okay. Ach so, das ist die ganze Liste. Und dann, ach so, ich hab nur auf den Text da rechts geguckt, aber wenn man sich tatsächlich den hier, das hier anguckt, macht das Sinn. Also es wurde auch nur das ausgeführt, was ich eigentlich habe. Also nicht viel anscheinend. Und Fotos haben wir hier wieder. Irgendwie wieder Häuser. Was haben wir hier? Irgendeine Frau. Das scheint irgendwie der Eingang der Klinik zu sein. Oder wie auch immer. Liegt auch lauter Zeug auf dem Boden, aber das kann ich mir alles nicht angucken. Hier haben wir noch was. Nee. Oh, nix. Hm. Oh, hier kann ich anscheinend. Oh, hier ist aber was. Wie bitte? Endpunkt allgemeines Probla. Nervenheilerschaft, Verwaltungsakte von Amara. Aufgenommen am 15. Juni, entlassen am Nichts, verlegt am Nichts und gestorben am 8. November 1942. Okay. Also ist das wohl eine von denen, die sich hier umgebracht hat, nehme ich an. Was ist das für eine komische Klappe? Telefon. Es gibt keinen Strom. Der Hauptscheibe befindet sich neben der Abteilung. Was? Für ruhige Patienten. Okay. So, hier. Oh, hier ist auch noch was. Patientenentlassung, Wiederaufnahme. Vor- und Nachname. Francesca Agostini. Vaterschaft, Mutterschaft, Geburtsort haben wir. Dann wann sie geboren ist, Wohnort. Familienstand ist sie verwitwet. Dann wann sie aufgenommen wurde, Diagnose. Frühe Form von Demenz. Überwiesen von Nervenheilanstalt Rom. Verlegung in die Beobachtungsstation. Okay. Frühe Form der Demenz. Moment, wann war sie jetzt geboren? 1895. Und wir hatten, was habe ich gelesen gehabt? 38, ne? Oder 38? Ne, 38 wurde ich aufgenommen. Ich glaube, wir hatten ein bisschen spät. Ich weiß nicht mehr, was das aktuelle Datum war. Aber so oder so. Es ist auf jeden Fall eine frühe Form der Demenz. Ah, hier haben wir noch einen Schrank. Aber da ist nichts dahinter zum Angucken. Okay. Dann machen wir das mal wieder zu. Hier ist auch nichts weiter. Ein paar Kisten. Okay. Und hier ist noch. Brauchen irgendwelche Bücher. Aber nichts zum Angucken. Nichts angucken. Na gut. Natürlich, ich kann die Fenster aufmachen, aber da die eh vergittert sind, bringt uns das nicht viel. Hier ist noch was zum Aufmachen. Oh, und da kann ich doch was sehen. Oh, was habe ich gefunden? Was habe ich gefunden? Die erste Seite von was? Von meinem Tagebuch oder von den Erlebnissen? Erlebnisse. Ach nee, das ist das, was sie nur eben gesagt hat. Mein Tagebuch. Guck mal, was kann ich tun? Was muss ich tun? Wie kann ich das lesen? Oh Gott, was mache ich hier?
Hä? Also da unten leuchtet gerade auf jeden Fall was auf, aber ich komm da nicht. Oder ich weiß zumindest nicht, wie ich bewegen, drehen. Ja, toll. Weiterblättern, da oben steht's doch. Okay. Town of Light. Okay. Dann damit die Seiten leer. Und hier habe ich was gefunden. Meine Erinnerung an diese Jahre ist verschwommen. Zwischen meinem 7. und 10. Lebensjahr sind die Erinnerungen abgeschottet, und ich kann nicht sagen, wie oft und wie häufig das Licht kam. Meine Mutter gab mir in dieser Zeit eine Puppe, Charlotte. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich lachen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang Angst vor ihr hatte. Ich dachte, sie würde mir wehtun, mich töten und meinen Platz einnehmen. Aber wenn das Licht kam, blieb sie an meiner Seite und störte mich nicht. Okay, das war ziemlich gruselig, erstmal so einen Gedanken als Kind zu haben, dass eine Puppe einen tötet und den Platz einnimmt. Ich meine, diese Puppe sieht wirklich ziemlich gruselig aus, also davon mal abgesehen. Aber okay. Und was ist mit dem Licht gemeint? Wofür steht das Licht? Oh Gott! Alles klar. Ich konnte mit ihr sprechen, und so wurde sie meine beste Freundin, zumindest bis ich in der 2. Klasse war und sich alles änderte. Sie hat mich nicht ausgelacht, und wenn ich meiner Mutter etwas sagen musste, habe ich sie gebeten, es zu tun. Als es in mir drin schlimm wurde, war sie die einzige, an die ich mich wenden konnte. Das alles lässt mich jetzt erröten, aber Charlotte war für mich wie eine echte Freundin. Ich wusste, dass sie nur eine Puppe war. Ich war nicht dumm. Aber zur gleichen Zeit war sie auch real. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist schwierig. Meine Mutter kuschelte mit ihr und erzählte ihr Sachen. Ich denke, sie wollte so mit mir kommunizieren, aber damals hatte ich zu viel Angst, um zu verstehen. Als es in mir komisch wurde. Okay. Schade, dass wir nicht noch mehr haben. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal irgendwie alles ziemlich, um es milde zu sagen, abgefuckt, aber. Puppe und ihre Mutter hat damit gekuschelt und irgendwie ist das alles. Ah. Es ist halt so unglaublich dunkel hier. Ah, hier ist ein Plan übrigens. Abteilung für ruhige Patienten. Ich kann ihn nur nicht sehen. Na, finden das auch so. Kriegen das auch so hin. Sieht nicht so aus, sieht aus wie ein Badezimmer hier. Oder ähnliches. Okay. Oh. Bla bla, irgendwas Italienisches, was ich nicht lesen kann. Nun denn. Gucken wir mal hier. Wir haben immer noch kein Licht. Ich öffne mal Türen. Türen sollte man öffnen. Mein Motto. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Eine komische, weirde Puppe. Ah, hier ist verschlossen. Was ist denn das hier? Abteilung 1, Beobachtungsstation. Nein, 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 sie friert, ist allein. Suchen wir sie. Okay, ist das schon gut? Hier sieht es gemütlich aus. Wie jetzt? Soll ich mich jetzt hinsetzen oder was? Kann ich wohl nicht. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das? Das sieht sehr komisch aus. Okay, ich soll Charlotte suchen. Wo ist denn Charlotte? Ist sie in einer der Kisten? Schon nicht. Ich höre so eine eigenartige Musik. Es zwitschern zwar die Vögel, aber irgendwie fühle ich mich hier trotzdem nicht wohl.
Sie hier? Charlotte, where are you? Charlotte hängt bestimmt im Klo. Das hätte ja sein können. Es bringt mir voll was, die Fenster aufzumachen, wenn ich da eh nicht hinkomme. Was haben wir denn hier noch? Hier kommen wir irgendwie nicht. Kommen wir rein? Doch, kommen wir rein. Lass mich da rein! Danke sehr. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen heller stellen. Es liegt zwar hundertprozentig gerade hier an meinem Zimmer, aber ich sehe leider echt wenig. Oh! Das ist jetzt extrem hell. Ich weiß nicht, wie das dann nachher auf der Aufnahme aussieht, aber wir machen es mal so. Oder? Ich glaube, so ist schon ein bisschen besser. Damit ich wenigstens sicher sein kann, dass ich auch wirklich nichts übersehe. Ja. Aber irgendwie ist in den ganzen Zimmern hier tatsächlich gerade nichts. Wo war jetzt richtig? Nach dort bin ich gegangen. Ah, hier war was. Oder auch nicht. Mensch, Charlotte, wo bist du denn? Da habe ich das Gefühl, dass sie gleich so Chucky-Mörder-mäßig hier gleich um die Ecke läuft oder so. Drüben war ich auch schon, ne? Bin mir jetzt langsam nicht mehr sicher. Ach doch, hier waren noch die Schränke. Hm. Hier geht's hoch. Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Machen wir sofort, Mädel, machen wir sofort. Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Was ist denn das? Warum sitzen die hier alle um... Ich hoffe, da ging ein Beamer ran. Das ist ein Beamer hier, ne? Also ähnlich. Es gibt keinen Strom, immer noch nicht. Merk schon, ich werde dazu genötigt, Strom zu besorgen. Was ist das? Es ist nicht verboten. Lass uns Charlotte finden. Was ist es nicht verboten? Wo ist hier? Oh. Habe ich jetzt Strom gemacht? Ich glaube, ich habe Strom gemacht. Können wir dann direkt mal irgendwie einen Lichtschalter oder sowas anmachen? Jetzt gucke ich mir natürlich erstmal gleich den Beamer an. Könnte die Heilanstalt sein? Könnte. Muss ich jetzt draufdrücken, damit was passiert? Ah ja. Die sind irgendwie alle vor. Okay, das war's jetzt. Was sind denn das für komische Fotos? Ist das wirklich nur einfach die Heilanstalt? Ich hab doch irgendwie nichts anderes hier. Komisch. Nochmal, was hier alles so ist. Oh, das kann ich mir sogar näher angucken. Na toll. Legende. Aufnahme, Warteraum, Toiletten, Toiletten, Schwesternzimmer, Park und so weiter und so fort. Beobachtungsabteilung ist die 8. Aber wir haben ja jetzt schon Strom gefunden, ne? Mann, ich wollte jetzt ausprobieren, Licht anzumachen. Aber jetzt ist hier kein Lichtschalter, den ich probieren könnte. Na egal, wir gehen jetzt hinauf, wenn ich wieder finde, wo es hinauf ist. Hier ist hinauf. Kann ich jetzt auch einen Fahrstuhl holen? Seht ihr was? Oh Gott, ich kann nicht mehr hin. Was ist denn hier? Ach krass. Kommt
wirklich ein Fahrstuhl. Wo bringt der mich hin? Ditta Volterra, genau. Wie wollte ich auch gerade sagen. Ah, siehst du, können wir eins. Tee. Mich interessiert ja irgendwie Tee, ne? Funktioniert nicht bei geöffneten Türen. Oh! Schließen. So. Tee. Drück trotzdem eins. Okay, ist ja schon gut. Ich soll zur eins. Ich wurde gezwungen, die 1 zu nehmen. Okay. Da wäre die Treppe gewesen. Das ist, glaube ich, Latte, was ich genommen hätte, oder? Das war jetzt wahrscheinlich nur, falls ich den Strom nicht wieder angekriegt hat. Na gut. Warum dreht sich dieses Rad? Weil ich ja gerade gegengelaufen bin, ne? Sag mir, dass ich da gerade gegengelaufen bin. Dass es sich nicht von alleine gedreht hat. Oh, Licht. Ah! Hello. Na, endlich Licht. Okay. Ja, keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ich kann hier ganz viele Sachen drehen. Lustig vor mich hindrehen. Jo, ja, hier sieht man schon wieder ganz genau, was die hier eigentlich gemacht. Was? Was? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen, ey. Ich hasse diese ganzen leeren Schränke, wo einfach nichts drin ist. Ich meine, wozu dann überhaupt solche Schränke machen? Ah, ich mag das hier nicht. Oh Gott. Was? Okay. Das sah nicht schön aus. War das jetzt eine Erinnerung? Oder was war das jetzt? Naja, anscheinend nicht. Ich habe mich auf jeden Fall an irgendwas erinnert. Und das sah nicht schön aus. Hier ist doch schon wieder was. Dokument über Patientenverlegung. Nervenheilanstalt, Verlegungsakte, bla bla. Von Fanti Clemente. Der Vater ist verstorben, dann steht Geburtsort, dass sie 37 Jahre alt ist, wann sie aufgenommen wurde, 37, und dass sie 42 verstorben ist. Ach, mit denen wurden doch schon wieder Experimente, ja, ich sehe das doch hier schon wieder, mit denen wurden wieder irgendwelche abartigen Experimente gemacht. Guck mal, hier konnte er durchgucken. Boah. Nicht schön. Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Ich will sie doch suchen. Aber ich weiß doch nicht, wo ich suchen muss. Oh, hier kommt Musik. Das ist schon mal... Da ist sie. Okay, ich habe Charlotte gefunden. Deswegen gehe ich erstmal dezent weiter. Zur Hölle ist das. Oh. Da
Aber ist es eigentlich so schön hier, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht es eigentlich mega schön hier aus. Und dann passieren hier wahrscheinlich so eine abartigen Sachen. Oder sind passiert. René möchte sie nicht verlassen. Wieso redet sie von sich in der dritten Person? Das ist ja wohl... creepiger geht's ja wohl gar nicht. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Dann... lass uns mal zu Charlotte. Erstmal machen wir Licht an hier. Robbie ist Licht wieder ausgemacht. Hä? Keine Ahnung, was hier hell werden soll. Whatever. Hier ist alles verschlossen. Okay, ich gehe schon. Ich habe Angst vor dieser Puppe. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Das ist unnormal. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Aber warum, Mädchen? Warum denkst du so? Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Charlotte ist brav. Oh Gott, was ist hier? Oh, ich glaube, das Mädel ist total weg, ey. Was auch immer die mit ihr gemacht haben. Eieiei. Was ist denn das schon wieder für ein... Boah, Igitt. Was soll das? Boah, was ist das? Das hat gerade irgendwie so ein bisschen Hannibal Lecter-Style hier. Und jetzt habe ich diese olle, gruselige Puppe da die ganze Zeit. Oh nee. Müssen wir jetzt ins Bad und Charlotte sauber machen, oder? Was ist jetzt unsere Agenda hier? Ist immer noch alles verschlossen hier? Ja. And when you're mad, you cease to exist.